Orange World hat offiziell wieder aufgemacht. Die hatten ja einen Riesenbrand innen drin in der Orange. Und da war es dann nur möglich, draußen drumherum die Sachen zu verkaufen. Das ist alles wieder in Ordnung. Sie haben wieder auf. Innen drin sind die Sachen. Das haben wir bislang noch nie gesehen. Und da habe ich mir gedacht, fahren wir mal hin, gucken uns das an, wie es innen drin aussieht. Und kaufen vielleicht auch noch ein paar Orangen. Und da sind wir auch schon da. Sieht allerdings schon wieder nach Regen aus. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich noch einen nassen Hintern kriegen. Den einkaufen müssen wir nämlich auch noch. Sieht auf jeden Fall schon deutlich anders aus wie letztes Mal, wo wir da waren. Die Orangenbäume sind allerdings immer noch da. Aber das ganze Merch, was hier war, ist jetzt im Laden drin. Aber dafür haben sie jetzt auch Melonen. Die hatten sie letztes Mal nicht da. Da müssen wir gleich mal gucken. 2 für 10 oder 5,90 für eine. Mal ausprobieren, ob die gut sind. Wie gesagt, Orangen wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht diese Honeybells. Ich glaube, die hatten wir letztes Mal mitgenommen. Die waren, glaube ich, ganz gut. Probieren kann man auch. Und O-Saft, ja, gibt es hier auch frisch gepresst. Den werden wir auch mal probieren. Ansonsten müssen wir uns überlegen, sehr wahrscheinlich so ein kleiner Sack reicht für uns aus. Oder ein paar einzelne geht wahrscheinlich auch. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Also es riecht auf jeden Fall wie frisch gestrichen hier drin. Da muss ich gucken, wie lange ich das aushalte. Auf jeden Fall bekommt ihr hier auch eure Shirts für die Theme Parks. Was kosten die denn ungefähr? Kann man hier einen Preis sehen? 17,99 zum Beispiel für das T-Shirt. Wenn wir mal hier ein bisschen weiter gucken, da ist auch 17,99. Also die scheinen alle so um den gleichen Dreh zu liegen. Hier haben wir eins, der ist auch 16,99, ist sogar ein bisschen günstiger. Also Preise völlig in Ordnung. Hier nochmal gucken, was wir sehen können. Das ist 18,99, ist aber auch völlig in Ordnung. Also interessant. Die mussten alles hier machen, weil alles komplett weggebrannt war. Und dafür ist es auf jeden Fall ganz gut wieder geworden, finde ich. Eure Florida- und Orlando-Shirts bekommt ihr hier natürlich auch. 14,99 kosten die. Schwimmhosen haben wir auch. 15 Dollar kann man auch nichts zu sagen. Hier noch mehr Mickey-Shirts, 12,99. Badezimmer haben sie auch, für den Fall, dass man müsst. Das ist auch ganz gut und ist vor allem kostenlos. Hier haben wir jetzt Hosen für 26, aber ist 50% off. Also 13. Hier haben wir noch welche, auch 17,99. Also hier können wir noch mal gucken, bei dem Spirit ist 34,99. Also generell würde ich sagen, die Preise sind völlig in Ordnung. Hier hinten riecht es jetzt auch nicht mehr so ganz nach Farbe. Das ist interessant. Kisten liegen hier noch rum, weil sie natürlich am Auspacken sind. Ich glaube, die haben erst gestern oder so hier wieder aufgemacht. Koffer haben sie auch für 89,99. Cappies haben wir hier, da können wir ja auch mal gucken. Die liegen bei 13,99. Und habe da eben auch verschiedene Ausführungen. Wobei die ziemlich ähnlich zu denen aussehen, die wir auch bei dem Wizard-Laden hatten und bei dem Mermaid-Laden, was ich euch gezeigt hatte. Handtücher gibt's, noch mehr Koffer. Was haben wir hier? Bauchtaschen. Und, oh, hier Becher, Tumbler und so weiter. Tassen sind auch mit dabei. Also ich finde, wir haben eine ganz gute Auswahl. Die hatten ja draußen letztens nur, ich sag mal, ganz, ganz wenig Sachen. Ich meine, logischerweise. Aber da haben sie jetzt ordentlich aufgestockt. Also finde ich gut. Bisschen Platz ist noch für Nachschub. Shotglasses und hier diese Muschelsachen. Also ist echt schön. Ob wir auch das finden, was jeder Giftshop hat? Bin mal gespannt, ob sie es schon haben oder nicht. Mal einmal hier durchgehen. Bilderrahmen haben sie auch, Sonnenbrillen oder hier diese Fans, die sind ganz gut. Hier haben wir noch Kuscheltiere, Schlüsselanhänger. Ach, guck mal hier, das habe ich auch noch nicht gesehen, selbst hier Puppen haben sie da und Uhren. Das ist interessant, das habe ich bis jetzt in den anderen Shops noch nicht gesehen gehabt. Also, wenn ihr was sucht an Puppen, kommt hier auf jeden Fall mal vorbei. Ob die jetzt original sind hier, das kann ich euch nicht sagen.
Ja, würde jetzt zum Beispiel 20 Dollar kosten. Und hier Stitch für 25. Selbst Princess Peach haben sie hier mit dabei für 22,99. Ich bin ja mal echt gespannt, wenn Epic Universe aufmacht. Also ich kann einen Teil von unserem Apartment auch aussehen. Diese Kuppel von dem Helios Hotel, von dem ganz großen. Ich bin mal echt gespannt. Und ich kann mir vorstellen, so weit wie sie sind, dass sie sehr wahrscheinlich auch ein bisschen eher aufmachen. Vielleicht sogar auch schon im Frühling 2025. Ich hoffe es mal. Also würde mich sehr freuen. Ach, guck mal hier. Natürlich haben sie es da. Wie sollte es auch anders sein? Alligatorköpfe für 20 Dollar. Oder Füße. Und natürlich wieder die eingelegten Haie. Ich sehe gerade, selbst eure Ohren könnt ihr hier auch bekommen. Das ist interessant. Oder hier Stifte, wenn euch das interessiert. Ganze Reihe hier voll. Wir haben jetzt gerade mal Sampler probiert von den einzelnen Orangen. Und uns haben am besten die, einmal auf dem Schild hier gucken, die Honeybells geschmeckt. Gefolgt von den, wo sind denn die? Die White Navels. Die haben uns am besten geschmeckt. Ananas sag ich schon. Wassermelone haben wir auch probiert, die waren auch gut. Aber ich denke, wir werden von den White Navels und von den Honeybells was mitnehmen. Also in den Säcken sind immer 6 Stück drin und die sind für 10 Dollar. Wenn man die einzeln kauft, kostet das Stück 2 Dollar. Also eine kriegst du damit kostenlos. Aber ich weiß nicht, ob das nachher zu viel für uns ist, weil wir sind jetzt nur zu zweit. Und ich denke, wir werden von jedem vielleicht 3 Stück mitnehmen. Das reicht erstmal für einen Anfang oder 4. Nicht, dass sie schlecht werden. So, wir haben jetzt selber so ein Bag bekommen, was wir voll machen können mit 6 Orangen. Und da werden wir jetzt von den Honeybells was mitnehmen. Sehr wahrscheinlich 3 von den Honeybells und 3 von den White Navels. Gucken, wie die am besten für uns aussehen. Die haben sowieso eine komische Form, weil die so ein Ding mit dran haben. Vielleicht die da vorne. Bei den Navels, die sind ein paar gerade frisch von drin gekommen und dann fangen die an zu schwitzen. Also die Orangen. Wir zwar auch, aber überwiegend die Orangen. Er sagte, die kann man auf dem ganz unteren Shelf vom Fridge am besten lagern. Ich wusste gar nicht, dass man Zitrusfrüchte überhaupt im Kühlschrank lagern sollte. Aber er sagte, das ist gar kein Problem, dann halten die sich am längsten. Wir ich probieren sehe sehr das mal blass aus hier. Ja, du siehst sehr blass aus. Ich sehe total aus. Ich sehe das Gelb. Ja. Ich sehe blau aus. Interessant. Eine noch? Eine noch. Da könnt ihr hier sehen, dass das richtig reflektiert. Die hat er gerade frisch drauf gemacht. Hände sind nass. Ja, die hier ist auch gut. Die sieht auch gut aus. Ich sehe sehr blau aus. Ich bin ein Vampir, Mama. Aber besser nicht. Aber wenn der Vampir Orangen ist, dann müssen es aber Blutorangen sein. Sollen wir noch eine Wassermelone mitnehmen? Ich fand die an sich gar nicht schlecht. Ich habe die nicht schlecht geschmeckt, wenn wir gerade Orangen hatten. So. Ja, lass mal einmal ausprobieren. Was ich auch gerade noch gesehen habe, die haben hier frisch gepressten O-Saft. Ich sagte, dass sie das morgens frisch pressen. Das scheint jetzt halb mit drin zu sein. Meine Tochter trinkt das wahrscheinlich nicht. Wollen sie 3,50 für haben, aber ich glaube, ich probiere mal einen aus. Orangensaft habe ich mir auch noch mitgenommen. Mal probieren. Ich glaube, das ist der Honeybell. No, Nebel. Aber es schmeckt wie Honeybell. Die haben gesagt, es ist Nebel. Mag sein, aber es schmeckt zumindest nicht so wie der rote. Mhm. Also es ist interessant. Ich hätte nie gedacht, dass da so ein großer Unterschied ist. Die Honeybells, die haben eher so geschmeckt wie Mandarinen. Mhm. Die Red Navel, die waren sehr orange. Ja, sehr orange. Die Honeybells, die haben noch nicht mal wirklich nach Orange geschmeckt. Die waren eher so wie Mandarinen halt. Die Red Navel waren sehr, sehr heavy wie Orange, aber auch, ich glaube, ein bisschen bitterer. Und die White Navels, die haben mir auch sehr gut geschmeckt. Also war immer noch Orange, aber nicht so stark und süßer. Ja. Einen leichten Geschmack. Leichten Geschmack. Also der schmeckt ganz gut. Der hat jetzt 3,50 gekostet und wir hatten ja den Sack mit den gemixten Orangen mitgenommen, also 3-mal Honeybells und 3 White Navel. Und zusammen haben wir 13,50 Dollar bezahlt. Ich fand es jetzt in Ordnung.
ich würde hier wieder hinfahren. Und ihr könnt ja vorher auch hier probieren. Die Wassermelone war in Ordnung, aber diese da hatten, die waren, klang nicht sehr hohl. Man konnte noch sehen, da wo die am an der Pflanze angewachsen waren, da war der Stamm noch grün. Und das, was ich kenne, ist, dass der schon braun sein muss, damit die richtig ausgereift sind und süß sind. Das hatten sie jetzt nicht, deswegen haben sie sich mitgenommen. Aber ich trinke jetzt noch eben meinen O-Saft auf und dann fahren wir eben noch zum Einkaufen nach Publix. Na, das ist ja mal eine krasse Farbe, oder? Wie findet ihr das? Also, irgendwie finde ich es ganz interessant, lustig. Weiß ich, ich finde es ganz gut. Und wir sind wieder im Publix. Ein paar Sachen haben wir schon eingekauft. Wir sind überlegen, ob wir noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Wir sind uns also nicht ganz sicher, ob es Hackfleisch ist oder ob es hier wieder so ein großes Stück ist für eine Suppe. Mein Problem ist immer, das sieht zurzeit ein bisschen sehr eigenartig aus, das Fleisch. Also, ich weiß nicht, das ist... Vielleicht bilde ich mir das ein, aber es sieht irgendwie nicht so aus wie sonst. Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Sachen, haben wir schon im Einkaufswagen drin. Also Brot, Zwiebel, Blaubeeren, Orangensaft, Zitronensaft, Spargel und unten haben wir wieder Wasser drin. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Bohnen mit. Lass uns mal gucken nach Bohnen. Meine Tochter hatte den O-Saft von dem Orange Volt nicht genommen, weil da so viel Pulp drin ist. Dann trinkt sie das nicht. Also ich fand den super lecker. Ich bin überlegen, ob ich noch mal vorbeifahre und mir noch einen hole. Pickles können wir auch noch mitnehmen. Ja. Wir haben ja die Koscher, meine, ja, sind die Koscher. Nimm gleich zwei, drei mit oder sowas. Und ich nehme mir, glaube ich, hier noch ein paar Oliven mit. Mit, ich glaube, Garlic Stuffed. Ja, ich glaube, Garlic Stuffed nehme ich gleich noch was mit. Sieht ja auch total nach Kapern. Haben wir eigentlich Kapern irgendwo dazwischen? Wenn, dann müssen die ja auch hier irgendwo stehen, aber sehen tue ich sie gerade noch nicht. Doch, hier oben. Von Dingens Mario hatte ich die, glaube ich. Ja, Kapern nehme ich auch noch mit. So, gucken. Einmal mitnehmen. Die haben leider oben so keinen Plüpp dran. Ich hatte mir gestern oder sowas zu Hause einen aufgemacht und ich war mir nicht sicher, ob das Plüpp drin war oder nicht drin war. Da ist mir ziemlich schlecht von geworden. Ich habe keine Ahnung, was damit war. Ich probiere es heute noch mal mit anderen. Wo waren jetzt die Kapern? Hier oben. Hm, welche nehme ich da? Große, kleine? Gute Frage. Kapern haben wir jetzt auch noch mit reingemacht. Mit Feta Cheese habe ich die auch noch nie probiert. Ich kenne jetzt die Marke gar nicht, aber an sich hört sich das ganz... Ich weiß nicht, bis zur Zeit nach ganz eigenartigen Sachen. Was ich sonst normalerweise... Was? Ja. Also mir ist zurzeit nach eigenartigen Sachen, die ich sonst nicht esse. Sehr merkwürdig. Und dann gemischt mit O-Saft und dann Oliven und dann am liebsten noch ein Eis obendrauf. Keine Ahnung. Bist du schwanger? Nein, ich bin nicht schwanger. Bin ich? Was soll's, ich nehme die nochmal mit Feta Cheese mit. Das klingt irgendwie gut. Die haben Garlic drin. Ist auch organic. Ja, aber mit Garlic habe ich jetzt schon einen. Warum ist denn das jetzt nass gewesen? Ach, ich bin an die... Ding jetzt dran gekommen, wollte gerade schon sagen, ist undicht oder was? So, können wir noch mitnehmen. Also mein Essverhalten ist zurzeit sehr, sehr eigenartig. Ich könnte süß, sauer, salzig, alles zusammen auf einen Donut essen. Das ist, keine Ahnung, was los ist. Ja, hier müssen wir doch fündig werden. Bohnen oder sowas. Ich glaube, Spinat könnte ich auch mal wieder essen. Wollen wir einen Popeye-Spinat mal mitnehmen? Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Ich esse. Nimmst du mir mal einen da oben runter? Ich glaube, ich möchte mal wieder einen Popeyes haben. Liefer Chop. Chop, bitte. Und dann gucken wir noch mal nach Bohnen. Am liebsten möchte ich Black Beans haben. Und wenn es geht, auch noch Organic. Und damit wird es schon schwierig. Dann nehmen wir einfach mit. Sollen wir... wolltest du auch noch irgendwelche Bush Beans mal für zwischendrin haben? Oder ist es sowieso ja nicht? Ne? Haben die vielleicht auch noch die Northern oder sowas als Organic? Mal eben gucken. Nee. Wild Kids, nee. Ja. Also die, doch da.
Und von den Great Northern auch einmal bitte ein. Da oben komme ich nämlich nicht dran, ich bin zu klein. Milky Bar, soll das was sein wie Milky Way? Verstehe ich nicht so ganz. Das habe ich noch nie gesehen. Mars? Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ist ja eigenartig. Aero. Ich glaube, Aero habe ich auch noch zu Hause. Da könnte ich ja auch mal wieder reinbeißen. Ich gucke jetzt auch noch mal nach Garlic Sticks. Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob die von Aldi waren oder ob wir die hier geholt hatten. Das ist... Da kann ich mich meistens nicht dran erinnern, wo ich was geholt habe. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es hier war. Denn bei Aldi waren wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Also Fischstäbchen hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber ich kenne die Firma nicht. Kennt das einer von euch, Gordons? Irgendwo hier sind Garlic Knots, Garlic Bread. Das war's aber, meine ich, nicht. Das waren kleinere, so Sticks. Das könnten die gewesen sein. Sag mal, weißt du noch, wie die aussahen? Weiße Box. Ich bin mir nicht sicher. Waren das die da unten? Nein. Nein? Ansonsten sehe ich jetzt erstmal keine. Muss doch irgendwo hier sein. Oder die waren doch wirklich von Aldi. Ich weiß es nicht. Aber wir können die ja einfach mal ausprobieren. Nimm doch einfach einen so einen Timer mit. Die Packung war mehr so wie die da. Ja, es kann sein, dass sie von Aldi dann war, aber ich weiß es eben nicht mehr. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch nach Aldi zu fahren. Ist ja egal. Probieren wir einfach mal aus. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Wir kommen eigentlich immer, dass sie eine Kleinigkeit nur eben holen wollen und dann ist doch wieder der Wagen gut gefüllt und an der Kasse wird es teuer und man kriegt die Tränen. Wenn ich so schätzen muss, was das jetzt kostet, was im Wagen ist, würde ich sagen so $150 bestimmt. Mal gucken, welche Kasse frei ist. Für das bisschen haben wir trotzdem wieder $180.51 bezahlt. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das mal hinten an. Da regnet es auf jeden Fall schon ganz gewaltig. Also, bin mal gespannt, ob wir gleich noch einen nassen Hintern kriegen. Der O-Saft ist fast alle und ich habe mich entschlossen, ich fahre doch noch mal eben zurück und hole mir noch einen zweiten. Der ist so lecker. Sowas habe ich lange schon nicht mehr gehabt. Wir sehen uns gleich mal bei der Orange. Aber das Gute ist, Orange World ist nicht weit von dem Publix entfernt, wo wir gerade waren. Und wenn ihr jetzt sagt, erst habt ihr da einen O-Saft geholt, im Einkaufswagen habt ihr auch O-Saft, jetzt fahrt ihr da wieder hin, was soll denn das? Meine Tochter wollte vorhin den frisch gepressten nicht probieren. Sie kannte jetzt den aus dem Laden und ich kaufe den nicht so gerne aus dem Laden. Ich habe da manchmal Probleme mit und der hat mir so gut geschmeckt, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt nochmal hin und hole mir einen zweiten nach. Ja, ist vielleicht ein bisschen eigenartig für euch, aber hey, wir sind in Amerika, wir machen das hier so. Da sind wir wieder. Noch sind sie draußen. Haben wir wahrscheinlich noch Glück, dass wir was kriegen. Wobei, doch, der Ding steht noch da. Eben beeilen. Gegenüber hier ist Cracker Barrel. Da waren wir auch bislang noch nie. Aber das können wir auch einfach mal die Tage ausprobieren. Aber erst gibt's Saft. So, wir haben nochmal nachgelegt. Ich habe mir noch einen O-Saft geholt und meine Tochter auch. Wolltest du dann auch nochmal eben mit reinhalten? Traust du dich? Ah. Und weil das Ganze so schön war, haben wir noch eine ganze Gallone auch vom frisch gepresst mitgenommen. Was haben wir jetzt bezahlt? $15 irgendwas. Also kannst du nicht so sagen. Einen haben wir sogar kostenlos bekommen, aber den hat er uns geschenkt, weil wir schon wiedergekommen sind. Aber erst nochmal Prost. Super. Jetzt schaffen wir es nach Hause, würde ich sagen, oder? Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.